Willkommen, liebe Tamer. Es ist soweit. Lumas sind keine Legende. Lumas existieren wirklich. Und falls ihr auch mal das Glück habt, dass euch einer über den Weg läuft, möchte ich euch einen kleinen Leitfaden an die Hand geben, wie ihr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dieses Luma fangen könnt. Es ist keine hundertprozentige Variante, aber die Chancen sind echt verdammt hoch. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die wir da auf jeden Fall beachten sollten. Ich bin hier auch schon direkt im Kampf gegen die Lumas. Und das Erste, was ich mache, wenn das Luma nicht alleine ist, greife ich das Nicht-Luma an. Wichtig ist, dass wir das Luma an sich nicht attackieren, nicht angreifen. Da dürfen wir wirklich gar keinen Schaden drauf machen. Wir müssen erst einmal den Wingman oder Wingwoman umhauen und dann passiert erst einmal gar nichts. Ich habe jetzt ein Calabis da. Calabis ist jetzt für diesen Kampf eher ungünstig. Denn wenn wir einen Gegner haben, der Calabis angreift, könnte Calabis dieses Luma vergiften und dann bricht das komplette Konstrukt zusammen. Also wenn ihr euch auf die Jagd begibt, dann nutzt am besten Lumas, die keine Effekte hervorrufen. Zum Beispiel ein Talken ist auch eher von Nachteil, beziehungsweise wenn wir das Talken in den Kampf hineinholen und er die Eigenschaft hat, dass er die Gegner verbrennt, bricht auch das Konstrukt zusammen, denn es baut darauf auf, dass wir dem Luma wirklich keinen Schaden zuführen, aus welchen Quellen auch immer. Das Luma muss sich schwächen und selber Schaden zuführen, so wie es jetzt auch der Fall ist. Die Ausdauer ist komplett weg, er schadet sich selbst und das ist der ganze Spaß. Nachdem der Wingman down ist, passen wir einfach nur noch jede Runde und warten darauf, dass das Luma immer mehr an HP verliert, bis es dann letztlich keine HP mehr hat. Bei einem HP bleibt das Ganze stehen, vorausgesetzt wir setzen keinen Schaden auf das entsprechende Luma drauf. Diese Taktik funktioniert sehr gut. Ich konnte jetzt schon im Seipark Lumas fangen, in der freien Wildbahn, auch über den Radar habe ich schon Lumas fangen können. Also die Taktik funktioniert wirklich gut, ist aber kein hundertprozentiger Garant, denn es gibt Temps, die machen einen Angriff. Dieser Angriff könnte auch den Temps schaden, sei es zum Beispiel der Kettenblitz. Wenn ein Luma Kettenblitz einsetzt und der Kettenblitz auf das Luma zurückkommt und das Luma eventuell diesen Elektroangriff nicht absorbiert, könnte es sein, dass dieses Luma down geht. Da gibt es auch noch ein paar andere Attacken, die denselben Effekt haben können. Deswegen ist es besser, wenn wir gerade dann, wenn wir in der freien Wildbahn sind, so wie jetzt, das Luma ist fast down. Spätestens jetzt würde ich anfangen, Karten drauf zu schmeißen, damit die Wahrscheinlichkeit auch gegeben ist mit etwas mehr HP. Das Luma muss jetzt nicht unbedingt bei einem HP sein, sondern dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach nur deutlich erhöht. In diesem Video zeige ich euch explizit einmal, wie das Ganze ausschaut. Wenn das Luma keine HP mehr hat, erst dann fange ich an, Karten drauf zu schmeißen, damit ihr auch seht, dass das ganze Prozedere funktioniert. Im Anschluss gucken wir uns gleich auch nochmal ein kurzes Replay an vom Seipark. Dort konnte ich nämlich auch ein Luma fangen. Dort funktioniert das ähnlich. Dort habe ich aber auch mit deutlich mehr HP eine Karte geworfen. Unglücklicherweise hat das funktioniert. Im Seipark haben wir allerdings den kleinen Nachteil, je nachdem, welche Woche wir haben, kann es sein, dass unsere Karten sehr limitiert sind, dass wir vielleicht nur 3, 4 Karten haben und dort ist es dann auch recht schwierig, mit etwas mehr HP eine Karte draufzuschmeißen, weil wenn sich das Luma befreit und wir vielleicht am Ende des Fights keine Karten mehr haben, stehen wir da und können das Luma dann letztlich nicht fangen. Wäre natürlich ungünstig, deswegen ist dort diese Taktik eher angesagt. Jetzt ist das Calabis so gut wie down und ich fange an, Karten drauf zu schmeißen. Ich nehme sogar die normalen Tem-Karten, weil ich ein wenig Geld sparen möchte. Funktioniert natürlich nicht immer. Je besser die Karte ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Gerade in der freien Wildbahn würde ich eher auf die höherwertigen Karten setzen. Und wenn ihr das ganze Prozedere durchgeführt habt, habt ihr vielleicht genauso viel Glück wie ich, könnt dann das Luma fangen. Und wie wir jetzt hier auch sehen, hat das Luma
3 perfekte Entwicklungswerte. Sehr schön, jedes Luma hat Minimum 3 perfekte Entwicklungswerte. Je nachdem, wie die Kombination ist, könnt ihr dort Glück haben oder entsprechend Pech. Das war jetzt die erste Variante. Wir schauen uns gleich auch nochmal die zweite an und dafür springen wir in den Saipark. Und auch im Saipark sind Lumas keine Legende. Da haben wir jetzt ein Zephyroth. Auch das werden wir jetzt gleich einmal fangen. Das Prinzip hier ist genau das, was ich euch eben gezeigt habe. Allerdings werde ich hier gleich etwas eher die Karten draufschmeißen, in der Hoffnung, dass dann auch das Zephyroth gefangen wird. Da mache ich mir jetzt aber erstmal keine großen Gedanken, denn wie schon gesagt, diese Taktik funktioniert wirklich sehr, sehr gut, aber ist kein 100%iger Garant. 9 Karten an der Zahl habe ich. Von daher können wir einfach mal eine Karte draufschmeißen. 4-brettliges Kleeblatt solltet ihr immer dabei haben. Und man kann sogar auch ein Luma mit komplett voller HP fangen. Wie ihr jetzt hier seht, auch hier haben wir wieder 3 perfekte Entwicklungswerte. Sogar sehr schöne Lebenspunkte und Ausdauer. Denn Lumas eignen sich für die Zucht hervorragend. Wenn wir 2 Lumas miteinander kreuzen, haben wir eine Chance von 1 zu 100. Das ist die höchste Chance, um ein Luma zu bekommen. Deswegen können wir da auch schön mit züchten. Hier habe ich nochmal das 4-blättrige Kleeblatt. Das habe ich eigentlich immer dabei, wenn ich auf die Jagd gehe. Sei es jetzt Lumas oder nicht Lumas. Sehr wichtiges Item. Gleichzeitig nutze ich auch noch den Köder. Wo haben wir ihn denn? Da ist er. Mit dem Köder ziehe ich die Aufmerksamkeit auf ein anderes Tem, was dann Schaden fressen kann. Sei es jetzt ein Heal-Tem oder auch ein Tank. Und mit dieser Taktik oder dieser Variante seid ihr sehr gut aufgestellt und maximiert eure Chancen.